Ja, wie alle Speisen auf dem Maraskan. In diesem Fall ist es leider nicht süß, sondern einfach nur scharf. Aber es soll wohl helfen und dein Mund hat sich sowieso schon von den Geschmacksnerven verabschiedet, dadurch, dass du vor ein paar Stunden erst das gute maraskanische Essen zu dir genommen hast. Die Schatak-Knolle, was auch immer es war, die Streuer. Die Würzung ist einfach so sehr, dass deine Geschmacksnerven weggebrannt sind. Es tut nur noch weh. Aber die Jagernuss kannst du dann nach und nach mit Tränen in den Augen essen. Die anderen tun es ebenso. Auch sie sehen sehr gequält aus, während sie das tun, aber Vibun schwört wohl darauf, dass das sehr viele Probleme erleichtert, wenn man jetzt ja, die Tage über nicht so sehr viel essen muss. Man vertraut im zweiten WO einfach mal und isst auch so eine Nuss. Das sind die Pläne, die die Alchemisten für uns ausgearbeitet haben, stand auf dem Dienstplan. Natürlich ziemlich einfach, wenn man sowas auf dem Dienstplan schreiben muss, kann, aber sie selbst nicht essen will. Gut, aber mit Horasian will ich auch nicht herumlaufen. Dann doch lieber durch den maraskanischen Dschungel. Was in Horase, dass sie schlimmer sind als der maraskanische Dschungel? Fragt Kasim jetzt einfach mal. Dann guck mal zu Vibon. Entschuldigt, ich komme aus dem Hochgebirge. Horasia, feine Pinkel, eingebildet, noch eingebildeter als die Maraskaner. Man Werdet ihr könnte schon sagen, sehen, wenn ihr. sie sind fast so eingebildet wie Alanfana. Richtig. Ich glaube, die Maraskaner hier sind gar nicht so eingebildet. Die sind bloß vorne raus scheiße freundlich und manchmal machen sie sich einen Scherz, indem sie zu freundlich sind. Aber naja, hinter dieser Fassade der Höflichkeit steckt schon eine ganze Menge mehr. Ah, Bruder, Schwester, dir will dir niemand etwas Übles, wenn du nicht zu den Hafajas gehörst. Da kannst du dir sicher sein. Ja, weiß ich nicht. Ich war ja vorhin ja, dort, wo einst der Tempel meines Gottes stand. Dort habe ich mit einem Fischer geredet und der war nicht gerade freundlich. Ich wollte mit ihm rausfahren. Den großen Leid meines Herrn, aber naja, der ist ja nicht gerade offen für Leute von anderswo. Ich hatte sich nur einen Spaß mit dir gemacht. Ich glaube, der ist einfach ja vorne raus freundlich, hinten raus scheiße, aber naja, vielleicht mocht er mein Gesicht einfach nicht. Also, ich habe jetzt die Ausrüstung, die wir brauchen. Wir können sowieso jetzt nicht durch die Tore, weil die geschlossen sind. Ich hoffe, das wird morgen früh wieder anders sein. Alternativ können wir uns jetzt auch schon schlafen legen. Ich will morgen sehr früh hoch. Weil ich laufe lieber tagsüber durch den Dschungel, als dass ich nachts durch ihn laufe, oder? Naja, jetzt sowieso nicht mehr. Ich denke, dass die Stadt jetzt gerade einen Hexenkessel ist und wir wenigstens ein paar Stunden warten sollten, egal was wir tun, dass wir dann erst wieder auf die Straßen rausgehen. Genau das. Sieht das Also, ähnlich? können wir uns eventuell mit einem der Fischerboote nach draußen stehlen? Ist das möglich? Das will ich noch versuchen, in Erfahrung zu bringen. Also Aber gut. da, die heißen Nachtfischer, das heißt, sie starten abends. Dann würde ich mich jetzt ganz gerne sowieso irgendwie noch ein Stündchen sozusagen aufs Ohr hauen und dann, oder 2 Stündchen aufs Ohr hauen und dann nochmal losgehen zum Hafen und gucken, wie sich die ganzen Sachen da so gebiert, wie das Ganze hier so abgeht. Man hat wohl irgendwelche Lizenzen oder besonderen Rechte, wie weit man rausfahren darf. Das heißt, wir müssen uns sozusagen das richtige Fischerboot schnappen mit dem richtigen Fischer. Dann darf der so weit rausfahren, dann fahren wir mit dem so weit raus. Dann biegen wir ab nach Süden, denn da gibt es auch eine Sonderlizenz für. Und ja, dann werden wir uns da sozusagen an Land stehlen und der kann weiterhin tun, was er will. Kriegt ein paar Dukaten in die Hand gedrückt und der wird schon die Fresse halten, weil der bestimmt keinen Bock hat, dass wir ihn nochmal überfallen. Also gut, dann habt ihr jetzt Dienst frei von meiner Seite aus. Ich werde mir noch einige eigene Gedanken dazu machen, aber wenn der Leutnant sich mit diesen Nachtfischern wohl einlassen will, dann sei das gestattet. Wie gesagt, die anderen dürfen sich gerne aufs Ohr hauen und morgen früh brechen wir dann auf. Bis dahin habe ich einen guten Plan, der funktioniert. Haben wir denn einiges in Erfahrung bringen können über, wie hieß der Kapitän, der von Rommel ist? Der Admiral Laris von Rommel ist. Ich habe versucht, mich am Hafen umzuhören. Ich habe dort niemanden gefunden, den man hätte ausfragen können, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Die Besatzung und die Bewachung des Hafens wird wohl fast vollständig von eingeschworenen und vermutlich Hafax-treuen Männern gestellt. Also Seesöldner, die man vielleicht bei einem Bier ausfragen könnte, scheint es da nicht zu geben.
Es gäbe natürlich die Möglichkeit, sich in den Hafen zu schleichen und dort vor Ort herauszufinden, wo dieser Admiral sich aufhält. Aber falls er nicht dort ist, war das vergebene Liebesmüh. Brindidian? Ja. Ich weiß ja nicht, welche Formeln ihr beherrscht. Könnt ihr Gedächtnisse verändern? Gedächtnisse verändern? Nein, das kann ich leider nicht. Oder zumindest diesen Freundschaftszauber von dem Großmeister, die Ariarchos so begeistert ist. Den die Elfen lehren? Ja, ich glaube, keine Ahnung, wo der herkommt. Nein, auch den beherrsche ich nicht. Scheiße. Irgendwas Nützliches? Viel Nützliches, nur Nützliches. Aber Konkretes. Vieles zählt nur darauf ab. Ich könnte euch Bruderschwestern oder mich selbst für den Kampf oder andere Dinge stärken oder nun. Das ist schon mal praktisch. Wie gesagt, alleine aus der Stadt kommen könnte ich ohne Probleme, aber damit ist uns jetzt allen nicht geholfen. Ja, ich könnte mir auch einen Djinn herbeirufen, aber das wäre etwas Kraftverschwendung. Wie würdet ihr aus der Stadt herauskommen? Ich würde wohl fliegen. In welcher Form? In Form eines roten Blutar. Kann der einen Menschen tragen? Nein. Etwa ein Falke, eine Art Falke ist es. Oh, scheiße, ich hab gedacht, das wäre eine von diesen großen Flugechsen. Ah, du meinst einen Maran. Nein, nicht Flugechse. Aber Maran ist der größte Vogel Maraskans. Das sind keine Vögel. Ich weiß nicht, irgendwer hat mal davon erzählt. Es gibt im Süden, vor allem so auch so Rodrigo, große fliegende Echsen, die einen Menschen tragen könnten. Sowas wäre praktisch. Die werden aber nur von anderen Echsen ausgebildet, die Menschen häuten und nicht mögen, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber als Selbstverwandlung, denke ich, wäre das super. Man schaut mal zu unserem Magier, zum anderen. Natürlich wäre Selbstverwandlung in so etwas total super. Rodrigo nickt. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Auf jeden Fall. Wir müssen wohl so oder so auf den profanen Wege rauskommen. Aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall diese Abwägung, diese Ablenkung noch einmal in Betracht ziehen. Wir müssen dann nur raus, bevor sie die Tore ein zweites Mal schließen. Entweder das oder auch mit dem Fischerboot. Eine Ablenkung kann ja in beiden Fällen nicht schaden. Falls sich eine Ablenkung organisieren lässt, eine, die groß genug ist oder zumindest genug Aufmerksamkeit erregt. Emira Misabu schlug doch bereits die Stachelschweine vor. Wir werden niemanden vergiften. Aber es sind doch nur Ungeschaffene. Das war eine Rolle. Wir werden niemanden vergiften. Der wird nicht garantieren, dass dabei nicht unschuldige Bürger zu Schaden kommen. Dafür kann ich dir garantieren. Welfziber kommt zu euch und fängt an mit dem neuesten Klatsch. Ihr wisst natürlich schon, dass das passiert ist und ihm ist auch bekannt, dass es das passiert ist. Aber er erzählt es euch nochmal, weil man hat es euch noch nicht erzählt und deswegen tut man das nochmal. Ja, einige andere Sachen, die natürlich noch berichtet werden, so ganz nebenbei. Das ist natürlich das Wichtigste, dass jetzt die, er sagt wohl, Zaboroniten angefangen haben, die Fremdigis zu schlachten, aber ganz nebenbei, als ob es dazugehören würde, natürlich noch eine andere Information, dass wohl eine weitere Tote, Alrixegida, das ist die mit dem Oberlippenbart, dessen Mann Priogen mal für Dajin gearbeitet hat und deren Nichte Abuchi Gianida aus Kuntium kommt, das ist diejenige, die wurde jetzt gestochen von einer gelb-türkis gestreiften Harotogida-Libelle. Und erzählt euch ja natürlich auch, wobei ihr wisst es natürlich schon oder wisst es eben noch nicht, aber Neuigkeiten oder Altbekanntes, das ist völlig egal. Die Infektion kann nur gestoppt werden über den Tee einer gelben Nirutasaba-Blume. Und dann fängt er wohl weiter an damit, dass am Fischerhafen ein kleiner Junge die Krake abgezogen wurde von einem Fremdigi und es sind sehr merkwürdige Sachen, die er da so miteinander vermischt und total Unwichtiges mit dem Wichtigen. Ja. Geht man noch dazu, also in den nächsten Tagen wird der Schneider also Sieber wunderschöne neue Mützen verkaufen. Ja, das habe ich sollte man zuschlagen. Neue Mützen, ich habe schon gehört, in den verschiedensten Farben will er sie anbieten. Ich habe bereits eine vorbestellt. Eine weise Entscheidung. Zumindest ich falle da nicht mehr auf. Als Ablenkung, wie wäre es mit einem Wirbelsturm? Ihr könnt sowas? Ja, alle guten Elementaristen können sowas. Wie lange würde der dauern?
Ein Viertelstundenglas. Aber wenn das ich ihn so... Aber wenn ich ihn so... Mit Gift und damit Magie. Ich fasse es nicht. Mal guckt ihn an. Ja, lass ihn labern, bessere Idee? Das ist das Geschätzte, ja. Ja, ich habe in der Tat eine bessere Idee. Was, zu Belharion Manning gehen und ihm eine runterhauen? Ja, das ist Ragnars Idee. Willst du mich verarschen? Ich lass ihn mal nochmal ausreden. Wie gesagt, falls wir eine Ablenkung organisieren können, die groß genug ist, und dann mit Blick auf jetzt zuletzt Kasim gerichtet, egal woher auch immer, können wir sicherlich davon ausgehen, dass ein bestimmter Teil der Wachen an den Toren abgezogen wird. Wenn wir Glück haben, sind sie danach so weit ausgedünnt, dass wir den Rest überwältigen und aus der Stadt fliehen können. Brindidlian, gibt es hier ab und an Stürme? Wir sind an der Küste, hier gibt es auch ab und an Stürme, sicher. Gibt es eine Tageszeit, in der besonders viel Wind weht? Die Komplexität dieser Zauberformel ist abhängig von der Ausgangssituation des Wetters. Und während du das sagst, kannst du hören, wie Regen nach unten prasselt. Was ah, die Sonne geht unter. Zum Sonnenuntergang kommt Regen. Es gießt aus Strömen. Eben war noch keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. Die Sonne strahlte und brannte nach unten. Das war unglaublich heiß. Und dann kannst du diesen Regen hören, wo auch immer der herkommt. Wettermeisterschaft? Ich kann die Wettermeisterschaft ja. Ja, also das wäre, eine solche... das wäre die einzige Erklärung, die du jetzt hättest. Offenbar hat jemand die gleiche Idee, nur mit Regen statt Sturm. Nein, nein, das ist ganz normal. Jede Nacht regnet's hier. Nachts regnet's immer? So stark? Meistens schon. Es gibt auch Abende, wo es weniger regnet, aber in der Regel regnet's schon recht stark. Das ist schon mal, das ist gut, das ist sehr gut. Weht dabei auch Wind? Wir könnten mal rausgehen und sehen, ob's Wind weht. Eine gute Idee. Ich hab da nämlich noch eine. Und ihr seht bei Kasim so ein Grinsen, das kann nichts Gutes bedeuten. Ja, wenn du nach draußen vor die Taverne trittst, der Tavernuzak, siehst du auch, dass sich der Klatsch wohl auch weitergebildet hat. Man erzählt sich jetzt gerade, dass es regnet und während man im Regen steht, aber das ist das Altbekannte und man erzählt sich gerne etwas. Völlig egal, ob es neu oder alt ist. Der Wind weht jetzt gerade hier in dieser Küstenregion noch wohl ziemlich stark, kommt gerade von der See, aber niemand scheint das zu beunruhigen. Ebenso wie Brindigian scheint das die nicht zu kümmern. Ist das mehr so steife Brise oder frische Brise? Ja, hier ist es wohl eher eine frische Brise. Das ist schon mal 3 Punkte Ersparnis weniger, nett. Man guckt dann mal Brindigian an. Also wenn ein Sturm als Ablenkung in Frage kommt, dann wäre das der perfekte Zeitpunkt. Es ist übrigens ein sehr warmer Regen, der jetzt aber auch die Wärme des ganzen Tages mit sich nimmt und die Luft ist sehr viel angenehmer geworden. Es ist zwar ein bisschen schwüler, die Luftfeuchtigkeit ist angestiegen, aber es ist nicht mehr ganz so unglaublich heiß. An euch vorbei tritt Gilligin. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen ausruhen, aber die Sonne ist jetzt schon untergegangen. Er schüttelt den Kopf. Na gut. Und schreitet euch vorbei Richtung Hafen. So, eigentlich Richtung Haus des segenreichen Meeres, zu diesem kleinen Fischerhafen. Kasim geht wieder runter Richtung, wo auch Viburn ist. Man tritt auf ihn zu. Herr Offizier. Nicht hier als Offizier. Wir sind Fremdigis, beziehungsweise Einwohner, auch wenn ich nicht Viburn Jin genannt werden will. Auch keine Meldung machen oder sowas, tu es mich auf. Viburn. Kann ein tropischer Wirbelsturm einer Dämonenarche gefährlich werden? Also so ein richtiger Sturm. Nicht so ein langweiliger mittelreichischer Orkan, sondern ein richtiger Sturm. Klar. Also, der Kaukatan heißt nicht umsonst Kaukatan. Die gibt's im Süden von Maraskan. Zu dieser Tageszeit, wenn der Wind leicht vom Meer kommt, so eine frische Brise und dieser Niederschlag vom Himmel stürzt, wäre es mir möglich, unter Umständen vielleicht einen solchen Sturm
in einem sehr begrenzten Maßstab, so verhältnismäßig klein, so in einem Durchmesser von 700 Schritt zu erzeugen. 100 Schritt? Wenn nicht sehr klein, oder? Doch, doch. Im Munitatio können unsere Luft-Windelementaristen auf Draconia ganze Landstriche mit Sturm überziehen oder diesen beenden. Naja, aber mehr als 700 Schritt werden wir wohl kaum brauchen, um... Wir könnten zumindest alles am Auslaufen im Hafen verhindern, was auslaufen will. Es sei denn, sie wollen, dass das Boot gegen die nächste Mauer geschleudert wird. Dann können wir aber auch nicht mehr auslaufen. Das heißt, wir müssen durchs Tor. Ich dachte, dass ihr entfesselt wird, wenn wir draußen sind. Ach so. Ja, das ist natürlich ein guter Plan. Bei einer solchen Windgeschwindigkeit werden die Tropfen wie zu kleinen Geschossen und der Staub wird aufgewirbelt, kleine Steinchen fliegen durch die Luft und können einem normalen Menschen sehr gefährlich werden. Ich glaube nicht, dass sie eine Dämonenarche hinter uns herschicken, nur wegen einem kleinen Fischerboot. War nur die Idee, dass wir die Dämonenarche, wenn wir gehen, zumindest schwer beschädigen könnten. Oder auch nur ein wenig beschädigen, das reicht ja schon. Meinst du wirklich, dass die Dämonenarche durch sowas beeinträchtigt wird? Keine Ahnung. Ich bin kein Spezialist für Dämonologie, im Gegenteil. Hattet ihr nicht einmal gesagt, dass die Dämonenarche von reinen Elementen Schaden nimmt? Ja, aber nicht Luft. Also nach dem, was Zelubin gesagt hatte, ist Feuer und Eis und Wasser vielleicht einfach effizient. Aber ich beherrsche nur einen Feuerzauber und der schützt mich vor Feuer. Nein, das haben wir schon probiert. Feuer können wir ausschließen. Wir haben mal eine Dämonenarche gerammt und wir haben dann mit normalen Feuerbällen haben wir rübergeschmissen, also Profane. Und das hat zwar gebrannt, aber es ist nicht verbrannt. Das ist einfach wieder ausgegangen. Das haben wir schon ausgeschlossen. Und die magischen Feuerbälle, die Zelubin benutzt? Das funktioniert. Perfekt sogar. Dann muss es wohl elementar reines magisches Feuer sein. Weil die Eiswand, die ich der Goldenmorgen-Terrat in den Weg gezaubert habe, hat ja auch zumindest zum Teil funktioniert. Mehr als eine normale Eiswand hätte funktionieren dürfen. Also gut. Kannst du das hageln lassen sogar? Je stärker die Veränderung des Wetters ist, desto komplexer und schwieriger wird der Zauber. Ein tropischer Wirbelsturm ist im Bereich des Machbaren, aber wenn ich die Temperatur innerhalb der Wolken so sehr abkühlen will, dass es hagelt, müssten wir Abstriche bei der Windgeschwindigkeit machen. Aber das finde ich gut. Dann türmen wir nicht über die beiden Tore, die schwer bewacht sind, sondern naja, packen wir einfach unsere Sachen, die wir haben, in ein oder zwei oder drei Fischerboote und türme übers Meer. Du sorgst mit deiner Wetterwand dafür, dass wir ungehindert an Land wieder können und dann schlagen wir uns in den Dschungel. Finde ich gut. Schauen wir mal, was die beiden herausfinden. Ich habe gehört, dass Verdaius ist ihm wohl hinterhergegangen. Amiris ist jetzt gerade nochmal nach draußen gegangen. Sagte wohl irgendwas, aber ich glaube, er wollte wieder in Richtung des segenreichen Meeres. Genau, das weiß ich aber nicht. Schauen wir mal, was er zu berichten hat. Illidan, warte! Naja, er dreht sich um, hat etwas genervten Blick drauf. Was denn, Illidan? Ich beleidige dich. Ich will mal sehen, ob die Wogen des Herrn Efferts hier etwas Vernunft in den Hafen spülen. Wir beobachten mit erst einmal. Komm mit. Ja, der warme Regen geht an euch runter, wäscht den Schweiß und die Wärme des Tages an euch ab. Ihr werdet getränkt im Regen, aber es ist echt angenehm, müsst ihr sagen. Und nach wenigen Metern steht ihr dann wieder am Platz, da wo der Effa-Tempel entweiht worden ist. An dem Effa-Tempel laufen wir am hinteren Teil, oder ist das der Eingang? Das ist der Eingang. So, ja, laufen wir am Eingang, läuft Rodrigo alias Gilligin zusammen mit Effigin. Einfach, zumindest will er das, am Haus des Meeres vorbeilaufen. Er schaut noch einmal kurz dahin, schüttelt den Kopf, aber nur ganz minimal, dass gerade Effa-Dias das noch mitbekommen kann. Er scheint nicht einverstanden zu sein mit dem Haus, sagt aber nichts dazu und läuft weiter entlang
um dann hier unvermittelt auf den Steg einzubiegen und sich hier kurz vor Ende des Steges irgendwo so einen der Pöller zu suchen. Da, wo die Schiffe angebunden werden, einen der etwas dickeren. Und setzt sich einfach gemütlich mit dem Hintern da drauf und schaut aufs Meer hinaus. Schaut links und rechts immer. Und wenn Everdise noch neben ihm steht, sich vielleicht fragt, was er hier will. Ich will hier ganz gerne gucken, welche Schiffe wie weit rausfahren. Wir haben bestimmt ja alle Standplätze. Sie ist erschwert um 10. Sicht. Ja, der Regen ist bestimmt nicht förderlich. Auf 10. Nein. Du hast kurz das Gefühl, eine Bewegung im Wasser zu sehen, vom Freihafen ausgehen, aber da musst du dich wohl getäuscht haben. Du hast immerhin kein Schiff, was da gerade ablegt oder so, aber... Ja, schaust weiter nach draußen, muss wohl der Regen sein, der gerade auf die Wasseroberfläche einschlägt. Nach kurzer Zeit kannst du auch sehen, wie sich die Tempeltüren öffnen und die schuppige Gestalt von Brigid ja, auftaucht, sich einmal reckt und streckt und sie fast wie... Ja, sie ist natürlich menschlich, aber fast als wäre es normal, als wäre sie gerade aufgestanden. Nach einer langen Nacht streckt sie sich, dehnt sich einmal und schaut zufrieden auf das auf die kleine Bucht hinaus. Da sieht das man nicht. Achtet mal auf das Wasser vor ihr, ob da auch auf einmal Bewegung ist. Nee, also sie unterhält sich einmal kurz mit den verschiedenen Fischern, die hier angelegt haben, die ihre Netze gerade flicken oder Fische wieder an Land bringen, je nachdem zu welcher Tages- oder Nachtzeit sie gerade angekommen sind. Ihr gibt den einen oder anderen auch mal die Hand, also scheint hier wohl auch sehr akzeptiert zu sein von der Bevölkerung und plauscht, unterhält sich, lacht auch das ein oder andere Mal. Die Maraskaner scheinen ihre schuppige Haut so an sich gar nicht zu, ja, gar nicht so merkwürdig zu finden. Ja. Und Gilligan schaut sich alles sehr argwöhnisch an. Er versucht die Maraskaner einzuschätzen, aber ihre Kultur ist doch ziemlich fremd für ihn. Hat Everdile seinen Speer dabei oder bist du auch beim Nachtwind bekleidet? Ich habe den Schnitter dabei. Schnitter, ja, genau, meine ich. Schnitter habe ich auch dabei. Ja, würfel mal eine Sich-Verstecken-Probe, wenn du nicht unbedingt auffallen willst. Sie ist erleichtert um 5. Ich möchte mich aber nicht verstecken. Du möchtest dich nicht verstecken, okay, gut. Dann kannst du sehen. Wenn ich das sehe, sage ich zu dem, dann bitte nicht neben mir stehen. Ich werde mal zu ihr rübergehen. Okay. Kannst auch sehen, wie sie kurz zu euch rüber geguckt hatte. Sie hatte kurz die gleiche Idee. Schaut dann zu euch rüber und wenn du dann auf sie zugehst, ja, begrüßt dich ganz normal, wie man eben ein Mensch auf Maras kann begrüßen. Schön, dass ihr hier seid. Bruder, Schwester, ich grüße dich. Was verschlägt euch hierher? Fremdigi? Genau. Tut mir leid, wenn ich euch nicht richtig angesprochen habe. Ja. Bin heute Morgen hier eingelaufen im Hafen. Und ich habe vorhin schon mit einigen eurer Fischer hier gesprochen. Es läuft ja ganz gut mit dem Fang. Genau. Seitdem ich hier bin und wir die alles Verschlingende etwas besänftigt haben und die Aspekte von Effort betonen können, die ihn als Sänftigen beschreiben, läuft es doch etwas besser mit, dem Fischfang. Ihr versucht auch Effort zu besänftigen? Selbstverständlich. Es sind zwei Aspekte. Zwei Aspekte von einem Gott. Also Charybdoroth, der nehmende Part, und Effort, der gebende Part. Das sind zwei sich ergänzende Konzepte. Das habe ich ja noch nie gehört. Selbstbeherrschungsprobe. Möchtest du die 20 mal würfeln? Ja, ich möchte den 20 nachwürfeln. Du versuchst den Zorn, der in dir aufsteigt, zu bekämpfen und es gelingt dir auch. Schluckst einmal und sie hat nichts bemerkt. Ja, und wie sieht das dann aus, wenn du die beiden besänftigst und hier die Fischer rausschickst? Wieso fangen die denn dann so viel? Die Fischer, die hierher kommen, alles, was sie aus dem Wasser ziehen und was sie nicht brauchen, sowas wie Muscheln, einige kranke Fische, die geben sie mir und ich opfer sie dann wieder zurück. Damit können wir Charybdoroth besänftigen.
Und dadurch schenkt uns der sanfte Effort eben noch mehr. Das funktioniert ziemlich gut. Übrigens in vielen Küstendörfern, die hier in Maraskan existieren. Alles ist besser geworden seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Ja. Aber ihr opfert kranke Fische? Muss man nicht gesunde Fische opfern? Nun, Effert sieht das zumindest so, zumindest in der Auslegung der Priester auf dem Festland, die Effert-Priester, musst du wissen. Aber naja, dadurch, dass wir die Aspekte eben anders vertreten und viel von den Echsen gelernt haben, kann man, ja, das Konzept funktioniert. Man kann sehr viel von den Achats lernen. Von den Leben hier auf Maraskan Echsen. Ja, selbstverständlich. Es ist das Echsenbannenland, musst du so sehen. Ach, die Stimme aus der Tiefe, die hier im Süden, freien Hafen in der Grotte des unbarmherzigen Meeres lebt. Das ist dann eher der Part von Charybdis, der eher nehmend ist. Und er selbst ist, muss wissen, er ist ein schuppenloser Achas. Ihm werden dann eher andere Dinge geopfert und damit versucht man dann den tobenden Part zu besänftigen, um die Stürme zu bekämpfen, die Seeschlangen abzuhalten und so weiter. Die sind alle etwas weiter im Süden von hier. Was in einer Grotte, in einer in einer Lagune oder wo meinst Ja, du? sie zeigt einmal direkt über die Bucht hinüber. Und das ist ungefähr an der Stelle, wo die Seeadler im Hafen lag. Ein bisschen weiter auf der linken Seite, da an die Stelle deutet sie, unter Wasser gibt es einen kleinen Eingang. Und wenn du da durchschwimmst, dann kommst du in die Grotte des unbarmherzigen Meeres. Also da ist dann der nehmende Part. Okay. Das ist auch der Grund, warum die Boransdorn sehr gerne hier im Kriegshafen lagert. Weil es für sie hier sicherer ist. Naja, wir haben eine Kooperation mit dem Friedhof der Seeschlangen, also hier im Süden, und Boran. Und wenn wir neues Holz brauchen, also was heißt wir, wenn die Leute, die Achats, die Menschen, die dort unten am Friedhof der Seeschlangen neues Holz brauchen oder neue Fische, neue Schiffe, dann, naja, gibt es in Boran Verstärkung. Die müssen ja auch wachsen, musst du wissen. Die werden nicht immer so groß geboren. Wie das bei jeder lebenden Kreatur ist. Genau, dann warten wir bis zum Archenfrühling und ja, dann können sie auf die offene See. Zum Archenfrühling. Ja, genau, das ist das, wenn sich die Archen teilen. Das ist eine besondere Art und Weise, wie wir sie pflegen müssen. Die Achats haben sich darauf spezialisiert. Ich habe das nie ganz verstanden, aber ich bin ja auch nur ein Mensch und die Muttertiere fressen gerne ihre Kinder, die sie geboren haben. Es ist sehr, sehr erbaulich. Ich war schon einmal beim Friedhof der Seeschlangen, musst du wissen. Aber warum erzähle ich dir das? Ich glaube, das interessiert dich gar nicht, oder? Aber und wann ist dieser Archenfrühling? Sieht man dann mehr Archen? Nein, es ist wie eine, wie soll ich das erklären? Wie eine Schwangerschaft. Sie deutet auf ihren eigenen Bauch. Die Archen können sich vermehren, sie können sich teilen. Und dazu gibt es ein Saatkorn, was in ihnen selbst entsteht. Und wenn sie das dann pflegen und hegen und viel, viel zu essen bekommen, also viele Schiffe, viel Holz, viel Blut, dann wächst es und irgendwann teilen sie sich. Es gibt eine Kinderarche, also eine jüngere Generation. Und dann muss man die jüngere Generation ziemlich schnell vom Muttertier entfernen, weil sonst wird es selbst wieder gefressen. Das ist der Archenfrühling. Hörst du denn Und gar ihr nicht zu, seid, wenn ich predige? na, ich bin ja erst seit heute hier, und ihr seid Richtig. schwanger, dann herzlichen Glückwunsch. Nein, nicht ich, die Da Archen. sei gedankt. Ach so, ihr seht auch nicht so aus. Also, ich wollte, ihr seid, habt eine schlanke Linie. Das wollte ich. Ja, ich glaube nicht, dass jemand mit mir schlafen will, weil, naja, du siehst es ja selbst. Sie streicht sich einmal mit ihrer Hand über die Schuppen und du siehst, wie dann auch mehrere Schuppen an ihrem Finger, an ihrer Fingerkuppe hängen bleiben. Es ist echt widerlich. Ja, ich habe da etwas von einem Kapitän gehört, der wohl ein Auge auf euch geworfen haben soll. Was? Ja, das Klatschnetzwerk, das ist, naja, daran muss man sich in Bohren gewöhnen. Ja, wäre da nicht was? Ich meine, ist doch ein Kapitän. Er befährt hier, er fährt Sly.
Naja, aber du siehst ja schon, wie ich aussehe, oder bist du blind? Ich nicht. Aber diese. Ja. Der Kapitän vielleicht. Naja, ich wollte fragen, wenn ich hier ein Boot hätte, kann ich da eine Lizenz bekommen, um hier fischen zu gehen? Ja, also warum nicht? Gib mir einfach eine Dukate und dann kannst du eine Hochseelizenz bekommen oder naja, auch nur eine Küstenlizenz. Die ist dann etwas günstiger. Mir ist das an sich egal, aber Xeran will, dass ich das eintreibe. Okay, sehr gut. Ich habe das Geld jetzt gerade nicht hier, aber das werde ich dann versuchen aufzutreiben. Ja, warum nicht? Komm einfach zu mir und dann gebe ich dir die Lizenz. Fischerboote kannst du auch hier kaufen, aber die sind dann noch etwas teurer. Du kannst sie auch nur mieten. Mit wem spreche ich da? Einfach am besten mit mir oder mit einem der anderen Nachtfischer. Sie ja, gibt dir oder reicht dir die Hand. Ja. Lächelt dich freundlich an. Ja, dann schüttelt einfach da aus ihrer Hand. Okay, du bekommst ein SP, sie auch. Sie zuckt kurz zusammen, schüttelt den Kopf. Au. Vielleicht durch das, durch den Regen, dass ihr aufgeladen seid. Das kennt man ja, dass man einen Schlag bekommt. Schaut auf ihre Hand. Au. Dreht sich dann um und geht wieder in ihren Tempel. Ja, ich erzähle das Rodrigo und später, wenn wir die anderen sehen, auch nochmal den anderen, was da passiert ist. Ja, wollte ja, Ramirez weiter hier sitzen bleiben oder wollt ihr gemeinsam wieder zurück? Ja. Ich bleib hier noch sitzen und lass mal dafür sorgen, dass wir uns nur noch in der Taverne sehen zusammen. Das ist mir momentan etwas so unsicher mit dir. Wie du meinst, Gilligan. Ich werde noch ein wenig Schiffchen beobachten. Ja, Schiffe fahren aus, fahren ein. Jetzt gerade während des Regens eher weniger, aber wenn der Regen dann ungefähr eine Stunde später aufhört und es von dem einen auf den anderen Moment komplett trocken ist, der Matsch am Boden ist zwar immer noch da, aber die Wolken sind auch nicht mehr zu sehen, sie haben sich einfach aufgelöst, kannst du wieder sehen, wie mehrere ja, Fischer wieder auslaufen und sich bereit machen. Genau, da will er ganz gerne die Fischer beobachten, die anscheinend keine Küstenlizenz haben, sondern eine Meereslizenz. Er schaut sich sozusagen die Leute an, die Schiffe an, haben die Beflaggung, welche Flaggen haben die. Und dann will er sich ganz gerne jetzt hier gucken, dass ich so zwei, drei Schiffchen vor allen Dingen rausgucke, wo ich denke, ah, guck mal, da lag das Schiff an, wenn es rausfuhr. Und ja. Ja, er weiß genau, nicht, dass das Schiff wieder an die gleiche Stelle zurückkommt, aber er hofft einfach mal, dass die Leute ihren Stammplatz haben. Genau das. Und dann, also, guckt, du dann kannst auch direkt gesehen, da und da und da, die drei, die fünf Schiffe sind jetzt hier wirklich rausgefahren, dass man sie nicht mehr sehen konnte. Und dann dachte ich mir so, gut, dann würde das reichen, dann würde er danach dann wieder zurückkehren. Ja, genau das. Also du kannst erkennen, es gibt zwar keine wirkliche Ordnung in dem Sinn, dass die an speziellen Stellen anliegen, aber es gibt in der Mitte dieser Bucht, relativ am Ausgang, gibt es ein Kontrollschiff und kurz bevor sie daran vorbeifahren, kannst du sehen, wie sie zwei verschiedene Flaggenarten hochziehen an ihrem Mast und dann werden sie auch nicht belästigt. Das heißt, sie müssen nicht anhalten, sondern können einfach so auf die offene See fahren. Ja, hat man die Flagge erkennen können? Zwei verschiedene Arten. Du kannst davon ausgehen, das eine ist das Hochsee, die Hochseeflagge und das andere ist dann die Küstenflagge. Sind dann jeweils maraskanisch geprägt, also mit dem der Lilie von Boran. Ja, verschiedene Arten, dann eine Welle oder zwei Welle für Hochsee oder für Küste. Das ist so das Prinzip und damit kannst du dann zurück in die Taverne. Kannst den anderen das mitteilen und auch Everdaios kann seine Dinge den anderen mitteilen. Die neuen Erkenntnisse. Das Geld ist natürlich dann auch da, wenn man sich so eine Lizenz kaufen würde. Man hat nicht damit gerechnet, dass es doch so einfach ist. Ragnar also und Jalan haben sich mittlerweile hingelegt, haben wohl irgendwas davon gesagt, dass sie müde sind und sich nach oben in den großen Schlafsaal zurückgezogen.
Und ihr könnt auch merken, dass es, ja, die Wärme des ganzen Tages hat euch ziemlich angestrengt, sodass ihr, ja, mit Ausnahme von Tijian sehr kaputt seid und auch demnächst dann schlafen gehen wollt. Ja. Und zumindest würde dann das Ganze absegnen, wenn ihr das denn machen wollt, also mit dieser Umweltmagie den Rückzug decken. Oder Gott, legt sie, packt seine Sachen, legt sie sich da hin zurecht und ja, legt sich dann auch schlafen. Kasim wäscht noch seine eigentliche schneeweiße Robe und sorgt dafür, dass die einigermaßen sauber ist. Und dann geht er auch schlafen. Ausschlafen wäre mal wieder was. Also auch Rodrigo will seine Sachen so aufhängen, dass sie vernünftig über Nacht trocknen alle, dass er sie sozusagen morgen wieder anziehen kann. Denn man schwitzt ja schon im Laufe des Tages doch recht viel. Ja, Prinz Gigian legt sich so, wie er ist, hin.